Bei unseren deutschen Barockdichtern, meine Damen und Herren, wurden Märchen noch durch den Wind davongetragen oder herbeigeweht. Dieses Bild hätte dem Schriftsteller, um den es heute geht, hätte Hans Christian Andersen sicher gut gefallen. Denn auch in seinen Märchen ist die Schwerkraft das allergeringste Problem. Denken Sie nur an die Geschichte von dem fliegenden Koffer, in dem der Kaufmannssohn erst durch den Schornstein und dann bis in die Türkei fliegt. Oder an die Prinzessin, die nachts zu ihrem bösen Zauberer schwebt, um sich böse Rätsel einflüstern zu lassen. Rätsel, die ihre Freier nicht lösen können, worauf dann, klar, solches ist nun mal der Preis, worauf ihnen der Kopf abgehackt wird. Dummheit muss bestraft werden. Oder denken Sie an Däumlinchen, dieses kleine Wesen, das vor dem ihr zugedachten Bräutigam, dem Maulwurf, bis nach Afrika flieht. Allerdings mit der Hilfe einer freundlichen Schwalbe. Naturgemäß sind nicht nur die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben, es gelten auch viele andere Regeln des Lebens nicht. Etwa, dass ein Schatten sich nicht einfach auf- und davon machen kann. Unumstößlich bleibt nur, dass das Gute belohnt und dass das Böse bestraft wird. Hans Christian Andersen wurde 1805 in Odense auf der Insel Fünen geboren und er hat später sein Leben als ein hübsches Märchen reich und glücklich beschrieben. Vom Ende aus betrachtet kann man dieses Leben auch kaum anders bewerten, als der Autor 1875, 70-jährig, starb, trauerte nicht nur Dänemark, trauerten Kinder und viele vermutlich platonische Freundinnen des Dichters. Es trauerte die ganze literarische Welt, jedenfalls der Teil dieser Welt, der sich ein Herz für kindliche Fantasien und glänzendes literarisches, künstlerisches Stilgefühl bewahrt hatte. Schauen wir auf den Anfang dieses Lebens, dann sieht es dort wie im trüberen Teil eines Märchens aus. Andersens Vater war Schuhmacher, was natürlich überhaupt kein Makel ist, doch er war in diesem Beruf nicht sonderlich erfolgreich und scheint Zeit seines Lebens darunter gelitten zu haben, keine höhere Schulbildung genossen zu haben. Wobei dieser Ausdruck fehlende Schulbildung, manchmal redete der Vater stattdessen von Lateinschule, auch als Chiffre für ein glückloses, ins Dunkel des Schicksals geglittenes Leben gelesen werden kann. Die Familie Andersen hatte, zumindest ökonomisch betrachtet, früher weitaus bessere Tage gesehen. Aber dann häuften sich die Schulden, dann brannte der Hof ab und es trugen sich all die Kalamitäten zu, für die es nur im Märchen und auch da nicht immer eine plötzliche Wende zum Guten gibt. In Hans Christian Andersens Erinnerungen sehen wir den Vater aber nur ausnahmsweise als traurigen Melancholiker. Deutlicher sehen wir ihn als Schöpfer zauberhafter Kinderwelten, dem Buben am Sonntag ein Puppentheater bauend, Geschichten erzählend aus den Geschichten von Tausend und einer Nacht und den Büchern eines Mannes vortragend, der ihn Zeit seines Lebens ganz besonders beeindruckt hatte. Ludwig Holberg hieß dieser Autor heutzutage, ist ja weitgehend vergessen. Doch in das Dänemark des späten 18., des frühen 19. Jahrhunderts holte er die große Welt der Gelehrsamkeit und eine nicht unbeträchtliche Zahl von Komödien, die er aus dem Französischen übersetzte. Das Kind Hans Christian Andersen, so kann man es vielleicht ausdrücken, lernte früh, was Entbehrung bedeutet. Es lernte aber auch, wie man sich, und das war nicht weniger wichtig, wie man andere mit Witz und Fantasie aus diesem Zustand befreien konnte. Mindestens für einen Sonntagnachmittag. Und für Zeitreisen musste er in seinem heimatlichen Odense nur die Augen und Ohren aufsperren. In diesem kleinen Städtchen hatte sich seit dem Mittelalter wenig verändert. Es verkehrten ja auch noch keine Dampfschiffe und die Postverbindungen waren selten, schreibt Andersen, und es klingt fast schon entschuldigend. Als sein Vater starb, war er kaum 14, nach den Maßstäben der damaligen Zeit kein Kind mehr. Kurz vor seinem Tod hatte den Vater noch eine befremdliche Hoffnung auf Glück umgetrieben. Er wollte mit den Truppen Napoleons sein Heil in einer Soldatenkarriere suchen. Dänemark war damals ein neutraler Staat. Die Engländer wollten es dennoch in eine Allianz gegen Napoleon zwingen. Dieser Krieg war bald ausgekämpft, noch bevor Vater Andersen eingreifen konnte. Also kehrte er so mittellos und so rangniedrig zurück, wie er ausgezogen war.
Er hatte sich aber Schäden zugezogen, die anfangs unentdeckt blieben, die bald aber zu Wahnvorstellungen führten, in denen die Kommandos von Napoleon gleichsam direkt in das Krankenlager dieses alten Andersen hineinschalten. Für einen Arzt fehlte das Geld und ob dessen Behandlung gefruchtet hätte, darf man füglich bezweifeln. Eine sehr beklemmende Szene, dieses letzte Bild des irre gewordenen Vaters. Und wir sollten sie nie ganz aus den Augen verlieren, etwa wenn wir von einem Zinnsoldaten lesen, der gegen Ende seiner Geschichte zu einem Klumpen zusammengeschmolzen ist, von dem nur noch das kleine Zinnherz übrig bleibt. Fast immer, wenn in Hans Christian Andersens Märchen Trompetensignale erschallen, Säbel gezückt werden, Soldaten so schnittig marschieren, und das ist ja gar nicht so selten, darf der Leser sich auch an den kranken Schuhmacher Hans Andersen erinnern, der mit 35 Jahren noch einmal vergeblich sein Glück an der Seite Napoleons suchte. Hans Christian, seinem Sohn, hat sich dieses Bild so deutlich eingeprägt, dass er noch 30 Jahre später darüber schreibt. Den einen macht so ein Bild furchtsam, den anderen bewegt es daraus, seine Stärke zu ziehen. Hans Christian Andersen versucht, daraus eine Stärke zu machen. Er reist nach dem Tod des Vaters in die Hauptstadt, nach Kopenhagen. Wie gesagt, er ist gerade 14 Jahre alt und sucht sein Glück auf der Bühne. Als Sänger, als Schauspieler, als Tänzer. Das Glück stellt sich ein, doch anders als vermutet. Der erfolglose Künstler Hans Christian gerät in die Obhut eines reichen Patrons, in diesem Falle des Intendanten des Königlichen Theaters der dänischen Hauptstadt. Der nimmt ihn in sein Haus auf und hier formt sich zum ersten Mal ein gesellschaftliches Muster, das sich im Lauf seines künftigen Lebens oft wiederholt. Andersen, der nie heiraten wird, schlüpft immer wieder bei anderen Familien unter. Meist handelt es sich um die Familien von Gutsherren, von Adligen oder zu Wohlstand gekommenen Industriemagnaten. In Deutschland, wo er anfangs erfolgreicher ist als in seinem Heimatland, macht er das übrigens genauso wie in Dänemark. Und er legt diesen schwalbenhaften, kuckuckshaften Zug in seinem Verhalten auch nicht ab, als er schon längst, wie er es in seinen Märchen so oft nannte, in einem goldenen Marmorschloss hätte leben können. Vielleicht fühlte er sich stets auf einer Art Theaterprobe des wirklichen Lebens, stets unter der Herausforderung »Dance for your supper«, wie es auf Englisch heißt. Nein, er litt nicht unter Minderwertigkeitsgefühlen. Gut, manchmal hielt er sich für hässlich. Doch das ging selbst Goethe nicht anders, von Schiller ganz zu schweigen. Doch nach allem, was uns überliefert ist, war ihm sehr wohl bewusst, dass seine Zuhörer, trug er seine Märchen vor, nicht nur an seinen Lippen, sondern auch an seiner hohen Stirn, der ausdrucksstarken Nase, den Händen eines Klaviervirtuosen hingen. Und damit endlich und schnell zurück zu diesen wunderbaren Märchen, zu den Galoschen des Glücks, der kleinen Meerjungfrau, dem kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzern, der Prinzessin auf der Erbse. Sie alle, verehrte jugendliche Zuseher, können, das ist mir klar, können diese Liste gleichsam bis auf die 100 bekanntesten Titel weiter rappen. In der zuständigen Literaturwissenschaft wird nun seit geraumer Zeit der Unterschied zwischen sogenannten Volksmärchen und Kunstmärchen herausgestellt. Der Begriff Volksmärchen, um das hier ganz grob zu sagen, steht für die Bemühungen der Brüder Grimm, gleichsam den wortwörtlich erzählten Erzählschatz einer Kultur zu sichern und zu bewahren. Für das klassische Kunstmärchen wird dagegen Hans Christian Andersen, der Dichter, als Ziehvater ausgegeben. Und es fehlt nicht an gelehrten Stimmen, die Ihnen erklären, warum ein bestimmtes Märchen nur aus der Obhut der Brüder Grimm oder nur aus der Feder von Hans Christian Andersen stammen kann. Das ist germanistisch gewiss korrekt und notwendig und es ist naturgemäß völliger Mumpitz. Denn in allen Märchen erzählen wir uns und unseren Kindern von Ängsten und von Hoffnungen, von Verzweiflung und von der Verlässlichkeit von Wundern. Das geschieht mal roher, mal feiner. Auch die Brüder Grimm haben ihre Stoffe literarisch bearbeitet, ihnen manche Derbheit genommen. Die Zensur der Obrigkeit hat ihr Übriges dazu geleistet. Außerdem, Hans Christian Andersen kannte ja die deutschen Romantiker, wusste von den Arbeiten der Grimms und er kannte auch die persischen Geschichten aus Tausend und einer Nacht.
Kurzum, in diesem Genre der Erzählkunst vermengen sich die Spurenelemente. Es sind eben wirklich Geschichten, die der Wind herbeiweht. Doch Quellenforschung soll den Liebhabern des Aus- und Einsortierens vorbehalten bleiben. Uns hier soll das Märchen als Literaturgattung einfach gleichgültig bleiben. Worauf es bei uns ankommt, ist das Entstehen einer magischen Beziehung. Da liest ein Erzähler, eine Erzählerin, und den Zuhörern wird klar, dass diese Geschichte die ganze Welt ist. Eine Welt, deren Regeln durch Mistkäfer und Eisjungfrauen, durch Schwefelhölzer oder Stopfnadeln jederzeit aus den Fugen geraten kann. Dabei aber, und das ist das Paradoxe, stets verlässlich bleibt. Genauso entscheidend ist nämlich, dass der Erzählende seine Zuhörer nie aus seinem Blickfeld verliert. Abenteuer muss man schließlich gemeinsam bestehen. Das gilt für die Kinder, denen wir diese Geschichten vorlesen, genauso wie dem hässlichen Entlein und der kleinen Seejungfrau. Apropos Vorlesen, gestatten Sie mir hier einen kleinen Exkurs zum Ende. Bestehen Kinder darauf, dass eine Geschichte haarklein immer wieder so erzählt wird wie beim ersten Mal? Ich halte das für eine Erfindung fantasieloser Erwachsener. Kinder haben eine robuste Fantasie, die hält manches aus. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob Sie, verehrte Damen und Herren, beim Neuerfinden, beim Weitererfinden sich wirklich an dem Standard von, sagen wir, Hans-Christian Andersen messen lassen wollen. Diese Geschichten sind schließlich mit einer unendlichen Sorgfalt und Liebe zum Detail entworfen worden. Mein Rat lautet hier: Formulieren Sie gern ein wenig um, aber legen Sie der Prinzessin auf keinen Fall eine zweite Erbse unter die Matratzen, sonst bricht mehr als nur ein Bett zusammen. Und lesen Sie die Geschichten von Andersen nie als niedlich oder putzig vor, etwa weil Sie Angst haben, Ihrem Kind könnte im Traum von der Tante Zahnweh oder der großen Seeschlange geplagt werden. Denken Sie stets daran, dass die Geschichten oft sehr komisch sind und Kinder auch dafür ein lebhaftes Gespür haben. Und denken Sie auch daran, dass Andersen, glaubt man manchen Zeitzeugen, ohnehin lieber vor Erwachsenen als vor Kindern las. Und zum Schluss, bitte leiern Sie nicht beim Vorlesen, meine Damen und Herren, weil Sie hoffen, so könnten Sie Ihr Kind schneller in den Schlaf bringen. Bedenken Sie, was Sie da möglicherweise anrichten. Schon in frühester Kindheit, im Alter der empfindlichsten Prägsamkeit, erhält Ihr Nachwuchs den Eindruck, dass Literatur leiert und nur zum Einschlafen taugt. Das wäre eine ganz und gar unschöne Assoziation. Umso mehr, wenn man das Ergebnis einem Dichter in die Schuhe schöbe, der wie wenig andere Kindern das Glück der Literatur vermittelt hat. Meine Damen und Herren, vielleicht klangen meine letzten Worte ungewöhnlich hart erzieherisch. Das ist, Sie können es bezeugen, in anderen Sendungen weniger deutlich der Fall. Aber streng wird man ja auch oft aus Liebe. Und derer sollte man sich gerade im Fall Hans-Christian Andersens nicht schämen.